Legale Waffenbesitzer, Sportschützen, Jäger, Waffensammler werden unter einen Generalverdacht genommen. Deutschlands Bürger werden entwaffnet. Herzlich willkommen, liebe Leser des Deutschlandkuriers. Wir kümmern uns heute um das neue verschärfte Waffenrecht, das Innenministerin Faeser bringen möchte. Immer ist der einfache Bürger schuld und nie wird darauf geachtet, wo eigentlich die Gefahr in Deutschland lauert, wo Terrorismus eigentlich ist. In dieser ersten regierungsinternen Abstimmung geht es bei diesem neuen Waffenrecht, das wir mit aller Kraft verhindern wollen, auch darum, dass Halbautomaten verboten werden sollen oder dass auch die Firmen diese Halbautomaten so kennzeichnen müssen, also ganz neue nylonfarbige Schäfte anbringen müssen, also einen großen Aufwand haben, um diese so kennzuzeichnen. Zuverlässigkeitsprüfung für mündige Bürger, die den Waffenschein schon haben. Es wird noch einmal überprüft, ob tatsächlich in den letzten 5 oder 10 Jahren irgendeine Vereinigung oder irgendetwas Radikales im Spiel war. Und das auch bei Besitzern von Armbrüsten. Muss man sich mal vorstellen, wissen Sie einen Terrorakt, wo eine Armbrust im Spiel war? Ich glaube, das gab's noch nie. Die persönliche Eignung wird in einer medizinisch-psychologischen Untersuchung überprüft. Ist man überhaupt geeignet, eine Waffe zu tragen? Und das aber auch beim kleinen Waffenschein, wo es nur um Schreckschusswaffen geht. Also viele junge Frauen haben sich eben genau diese Schreckschusswaffe besorgt seit 2015, weil sie in der U-Bahn, in der S-Bahn, draußen nachts auf der Straße eben Angst haben. Und die müssen jetzt nachweisen, dass sie nicht terroristisch unterwegs sind, sondern dass sie geeignet sind, eine Schreckschusswaffe zu besitzen. Also alles unglaublich und überhaupt nicht nachvollziehbar. Unser Gipfelblick, von oben nochmal draufschauen auf diese Situation. Es ist reiner Aktionismus. Eine Innenministerin will sich beweisen und geht genau in die falsche Richtung und es ist reine Symbolpolitik. Legale Waffenbesitzer, Sportschützen, Jäger, Waffensammler werden unter einen Generalverdacht genommen. Und das lehnen wir ab. Unsere Sportschützen, unsere Jäger sind zuverlässig, das haben sie in den letzten Jahrzehnten bewiesen und wir brauchen keine Verschärfung des Waffenrechts. Bleiben Sie uns gewogen, bis zum nächsten Mal.